Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Wir sind direkt auf dem Weg zu meiner Kiste, wo ich alles verloren habe. Weil ich ja, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, in der letzten Folge intelligenterweise einen tiefen, tiefen Fall hatte. Ja, mitten im Bauen, nicht hingeguckt, zack, bist du unten. So schnell kann es gehen, so schnell bist du tot in dem Spiel. Alles klar. Gut, halb so schlimm, ich weiß, wo das war. Wir holen unser Zeug. Beziehungsweise wir sehen es auch da oben auf dem Radar, ne? Also, die Kiste hole ich jetzt. Und ja, dann bauen wir weiter. Dann müssen wir das alles hier rüber verlegen. Die ganzen Fließbänder und den ganzen Strom, damit wir Quarz abbauen können. Um wiederum Quarzscherben herzustellen und Quarzsand und was wir nicht alles herstellen können, damit wir neue krasse Sachen kriegen. So ist der Plan. Jetzt muss ich gucken, wo liege ich denn genau? Liege ich auf der Ebene? Oder liege ich da ganz unten? Ich glaube ganz unten. Ich hoffe doch. Es wäre einfacher. Da hinten ist eine Höhle, sehe ich gerade da. Aber da will ich jetzt gerade nicht rein. Hopp's mal hier irgendwie so ein bisschen runter. Die soll mich mal in Ruhe lassen. Ich habe gegen ihren großen Meister gekämpft vorhin. Der Schock sitzt mir immer noch in den Knochen. Die sind ganz schön hart. Ich brauche eine andere Waffe. Ich brauche eine Waffe, die auf Distanz geht. Also diesen Taser, den ich da hab, der ist einfach, der ist nix. Also das ist nicht meine Waffe. Jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich hier nirgends runterkrach. Kein Bock wieder zu sterben. So, wo ist die Kiste? Ich hoffe nicht auf irgendeiner Erhebung dort. Das wäre blöd. Jo, die ist auf so einer Erhebung. Scheiße. Gut, da kommen wir vielleicht, aber irgendwie komme ich da schon hin. Ich schau mal. Ich muss mein Zeug auf jeden Fall wiederholen. Da war sehr, sehr viel in meinem Inventar. Genau, eine Waffe, die auf Distanz geht, wäre nicht verkehrt. Einfach irgendwie, was weiß ich, eine Gun oder irgendwas, dass ich halt schießen kann oder so. Das wäre einfach viel praktischer. So, dass ich vor dem Vieh ein bisschen weglaufen kann und trotzdem drauf schießen kann und nicht immer in den Nahkampf muss. Ich finde den Nahkampf hier nicht so gut. Also zumindest nicht für mich. Gibt natürlich Leute, die das total feiern wahrscheinlich und sagen, nee, geil, immer drauf und ausweichen und Sprung und im Sprung noch eine mitgeben. Irgendwie kriege ich das nicht so gut auf die Kette. So. Wo liegt denn mein Kistchen? Müsste ja da unten liegen, oder? Wie komme ich da jetzt am dümmsten hin? Was sind das? Jetzt guck mal, wenn ich hier so rüber hops, kann ich da runter und dann müsste ich ja da hinkommen, oder? Sollte doch irgendwie machbar sein. Wenn man jetzt noch sieht, wo man hinläuft, wäre es noch besser. So, schauen wir doch mal. Uiuiui, ob das was wird. Dann muss ich nach hier drüben. Wir sind aber schon immer noch ziemlich hoch, ne? Ich bin mir unsicher, ob ich so einen Sturz überleben würde. Aber ich muss fast. Ich habe ja nichts dabei. Och Mann, das ist doch blöd. Soll ich es versuchen? Es ist halt schon hoch. Ach, guck mal da. Wenn ich da irgendwie hinglitschen kann. Ja.
Ein bisschen aufpassen. Nicht mehr. Oh, volles Leben. Hier ist. Aber gerade sagen, ist hier eine Höhle oder? Nee. Okay. Jetzt müsste doch meine Kiste hier irgendwo liegen, oder? Bin ich blöd oder blind? Liegt die. Da. Die liegt über mir, ne? Boah, das ist doch jetzt nicht wahr. Liegt die auf dem Vorsprung? Verarsch mich doch jetzt. Sie weg. So, wenn ich jetzt hochgucke. Also ich müsste. Also sie müsste eigentlich direkt unter mir liegen. Also entweder liegt sie genau auf dem Ding. Sie müsste eigentlich genau hier liegen. Oh, ich sehe sie nicht. Oh, sag jetzt nicht, das ist noch irgendwie so ein blöder Bug oder so, dass ich meine Kiste nicht finden kann. Das wäre natürlich richtig ärgerlich. Ich nehme hier die Blätter ein bisschen weg. Aber ich sehe hier halt keine Kiste. Das ist natürlich Mist. Richtiger Mist ist das gerade. Oh nee, ich will mein Zeug. Ich hoffe, dass die spawnt. Ja, nee, ich glaube nicht, dass es die spawnt, ne? Weil die andere Kiste, die wird mir immer noch angezeigt. Ja, wenn ich schon mal hier oben bin, nehme ich jetzt mal kurz die Schnecke hier mit. Hallo. Ja, komm, ich nehme dich mal mit. Bist ja so einsam hier. Aber warum ist meine Kiste nicht hier? Das nervt mich jetzt. Wo ist die? Spiel, rück meine Kiste raus. Ist die jetzt echt auf dem Vorsprung oben? Aber da bin ich doch lang gelaufen, oder? Was sind das so komische Felsen? Da bin ich doch oben lang gelatscht, oder? Verarsch mich doch jetzt. Hier liegt sie auch nicht. Oh. Spiel, warum machst du sowas mit mir? Hm? Sag's mir doch. So. Kann ich mich hier irgendwie runterarbeiten? Ich glaube, ne, so ein bisschen. Ja, dann wird's hier schon wieder kritisch. Ich hab noch kein volles Leben. Gut, hoch komme ich hier aber auch nicht mehr. Schön. Augen zu und durch, würde ich sagen. Ja. Gut, da hinten sind noch so Bären, die nehme ich nochmal mit. Und dann muss ich da nochmal hochlaufen. Es tut mir leid. Aber da komme ich jetzt leider nicht drum rum. Genau, futter du mal ein bisschen was. Okay, das heißt, die müsste eigentlich über uns gewesen sein. Auf diesem einen Vorsprung. Dann war ich vielleicht ein bisschen weit unten. Schauen wir doch noch mal. So, jetzt langsam. Hier unten waren wir, da war sie nicht. Das heißt, sie müsste eigentlich hier oben liegen. Aber da bin ich lang gelaufen und habe sie nicht gesehen.
Aber ich war auch der Meinung, dass ich sehr, 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 sehr tief gefallen bin. Na, das ist das andere Ding nochmal. Also hier oben bin ich ja lang gelaufen. Ich bin ja von da oben irgendwie... Ja. Ich schaue jetzt nochmal. Hier bin ich lang gelaufen. Also irgendwo muss die ja liegen. Kann sie ja nicht aufgelöst haben, hoffe ich. Muss noch mal gucken. Ich bin verwirrt. So, jetzt schauen wir doch nochmal. Guck mal, da unten waren wir. Jetzt hier langlauf. Zack, zack, zack. Dann müsste sie eigentlich hier direkt hier vorne liegen. Hier müsste sie liegen. Da lag sie aber nicht. Da unten bin ich ja lang gelatscht. Und dann bin ich hier irgendwo gestanden. Und da zeigt es mir dann die oben drüber an. Also jetzt hier zack, zack runter. Und dann müsste sie da genau liegen. Okay, alles klar. So, gucken wir. Irgendwie werden wir das Rätsel lösen. Einmal. Zweimal. Da komme ich auch nie wieder hoch jetzt. Gut, und dann müsste sie genau hier liegen. Ich sehe nichts. Ja, laut dem Dingen müsste ich noch weiter runter. Das habe ich ja vorhin gemacht. Und dann hat Spiel gesagt, so, du bist ein Idiot. Keine Ahnung. Hä? Komme ich da wieder zurück? Oder bin ich doch bis nach ganz unten gefallen? Beziehungsweise jetzt meine Kiste in dem Fall. Komme ich hier irgendwie wieder hoch? Hier komme ich schon mal hoch. Hier könnte kritisch werden. Oh nee, oder? Jetzt komme ich an diesem beschissenen Felsen nicht hoch. Das ist doch jetzt nicht wahr. Oh, wer hat denn den so... Ja gut, nützt nichts. Das heißt, ich muss doch wieder runter. Hier ist nichts, gar nichts hier. Ja, da werde ich mir das jetzt nochmal alles ganz in Ruhe angucken müssen. Aua. So. Hier ist nichts. Auch nur so eine kleine Einbuchtung. Die Kiste sollte exakt hier liegen. Und das tut sie nicht. Ziemlich verarschen liegt die da oben drauf. Sag mir jetzt nicht, die liegt da oben drauf, ey. Ich lauf Amok. Oder sie müsste direkt unter uns liegen. Das wäre natürlich auch noch im Bereich des Möglichen. Machen wir das hier mal alles ein bisschen frei. Dass ich was sehe. Hier liegt auch nichts. Bin sehr tief gefallen auf jeden Fall und da müsste ja eigentlich die Kiste liegen. Ich war auch fast der Meinung, dass ich bis nach ganz unten gefallen bin. Guck mal, hier komme ich ein bisschen runter. Oh.
Hier auf dem Vorsprung ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Guck mal. Nice. Haben wir den Pilz auch schon gefunden? Okay. So. Und jetzt müsste die Kiste. Was bist du? Oder bist Kalkstein? Ist mir egal. Hier irgendwo sein. Oder ist die echt. Bin ich hier unten gelandet? Die Kiste liegt jetzt hier irgendwo in der Ecke. Ich finde die blöde Kiste nicht. Nee. Oder die Kiste liegt echt oben auf der Plattform. Ich finde die hier nicht. Hier liegt nichts. Und ich habe doch jetzt alle Ebenen abgesucht, oder? Ich bin ja jetzt überall rumgelatscht. Die liegt nirgends dort. Jetzt gehe ich nochmal die Platte nach ganz oben. Oh ey, ich sehe schon die Folge. Das wird eine einzige Suchfolge. Das wollte ich eigentlich so nicht. Ich wollte eigentlich schön jetzt, nachdem ich den Spacken da oben besiegt habe, in einem Rutsch hier, zack, einmal die Dinger darüber ziehen. Die Bänder und den Strom und alles, das anschließen und mich dann freuen und sagen, guck mal, wie cool ich bin. Ich habe Quarz gefunden und das bauen wir ab. Ja, funktioniert ja sehr gut. Läuft wie am Schnürchen heute. Naja, soll's geben. Jetzt schauen wir mal. Irgendwo muss die blöde Kiste doch liegen, hey. Aber vielleicht ist sie echt wieder hoch. Dass das Spiel gesagt hat, ja, du bist da oben abgestürzt und da oben packe ich sie jetzt hin aus Grund XY, weil die Platte irgendwie davor drüber war oder was weiß ich nicht, keine Ahnung. Also bis hierhin sind wir immer gelaufen. Kiste. Nee. Ich schau noch mal. Wo bin ich denn abgestürzt? Hier. Kiste ist einfach weg. Das ist echt scheiße. Boah, ich krieg die Kretz hier, ne? Kann ich über eine Kante fallen? Ich weiß es nicht mehr. Das ist wie bei Minecraft, wenn ich crouch, dass ich einfach nicht runterfallen kann. Ich will es hier nicht testen. Also ich bin von da oben. Hui, patz. Irgendwo da unten gelandet. Und ich bin sehr tief gefallen. So viel weiß ich noch. Kann man auch mal testen, wenn ich crouche. Fliege ich einfach über eine Kante. Schön. Dann schaue ich doch nochmal. Es tut mir wirklich leid. Aber ich muss. Ansonsten müssen wir jetzt echt gleich zurück und es wird mich jetzt richtig aufregen. Erstens mal für die Aufnahme. Sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Und zweitens mal, wir hatten so viele geile verstärkte Eisenplatten gefunden, die alle futsch sind. Ist das da? Das Ding da?
mal, dass wir da hinkommen, ne? Ich glaube fast nicht. Hier wird die Kiste halt immer woanders angezeigt. Das ist blöd. Also hier. Ich jetzt hier runterspringen. Breche ich mir die Haxen. Oh Mann. Müsste mich hier wieder einmal so rüber glitschen. Wow, diesmal war gut. Was bist du eigentlich für ein komischer Gesteinsklumpen hier? Zeigt mir nichts an, okay. Kann ich mich einmal hier so ein bisschen runter... Perfekt, okay. Hier müsste die Kiste liegen, tut sie nicht. Spiel sagt nein. Also, Spiel sagt ja, ich sag nein. Ich habe die Befürchtung, dass ich an einer so blöden Stelle abgestürzt bin, dass die Kiste keine Ahnung wo gelandet ist. Oh mein Gott. Das war nicht geplant. Gut, jetzt ist es halt so. Ja, dann würde ich sagen, suche ich jetzt auch nicht mehr ewig weiter. Ich schaue jetzt hier nochmal so ein klein bisschen, so ein bisschen gröber. Nö. Also wenn ich die Kiste jetzt hier nicht sehe, dann gehen wir einfach, holen das Zeug halt nochmal neu. Ärgert mich wahnsinnig, weil die verstärkten Eisenplatten, die ich da gefunden habe, die waren halt echt wirklich gut. Das waren richtig viele. Die sind jetzt alle futsch. Das regt mich gerade echt ein bisschen auf. Das frustriert mich ein wenig. Ja, kann ich jetzt leider nicht ändern. Ist leider so. Komme ich dann nochmal irgendwie hoch? Nö. Das war knapp. Was haben wir denn hier noch Schönes? Noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Nö. Nicht. Schade. Gut. Was soll es? Ärgerlich. Ärgerlich. Haben wir so einen Panzer noch? Wie gesagt, ich habe auch eher die Vermutung gehabt, dass ich hier ganz unten gelandet bin. Ich will mich hier nochmal kurz umschauen. Ich bin ja schon sehr tief gefallen. Ich war... Das sind einfach nur Blätter, ne? Ich war der Meinung, ich bin eigentlich ganz unten aufgeschlagen. Kann ich jetzt mal hier rüberlaufen? Das war ja da oben an dem... Mit obersten Zipfel. Das heißt, ich müsste ja irgendwo hier hinten aufgeklatscht sein. Meiner Meinung nach. Oder? Wenn ich hier immer irgendwie so ein bisschen hochhüpfe, dass ich immer ein bisschen mehr... Ja, der... Das hat ja gut funktioniert. Gerade sagen, dass ich hier ein bisschen mehr Überblick habe. Vielleicht sehe ich die Kiste dann. Hm. Haben wir noch so einen Pilz, den ich nochmal mitnehme? Ich muss hier unten liegen. War der Meinung. Ich bin ziemlich unten aufgeknallt. Du siehst halt nichts hier in dem ganzen Gestrüpp. Komm, da schaffst du es aber hoch. Unförmiger Klops.
Ich habe mich da so runtergebaut und dann bin ich hier hinten. Hui. Und dann müsste ich eigentlich... Also da macht eigentlich gar keinen Sinn. Also ich glaube, ich bin nicht so weit, dass ich hier hinten aufgeschlagen bin. Ich bin ja hier so runter. Und dann vielleicht noch so ein bisschen. Aber ich müsste da eigentlich so ziemlich hier runtergekommen sein. Ich hoffe, dass ich hier noch irgendwas finde. So, die Aufnahme ist jetzt eh gleich, also die Aufnahme war schon, die Folge ist jetzt dann eh gleich vorbei. Ja, wie nenne ich denn die Folge? Die große Suchfolge. Ja. Die große Such- und Fluchfolge, keine Ahnung. Wenn ihr keinen Bock auf die Folge dann habt, gut, das sage ich jetzt am Ende der Folge, ne? Einfach überspringen, hahaha. Witzig. Also entweder muss das bei den Bäumen liegen, aber da bin ich jetzt, keine Ahnung, gefühlt eine Milliarde Mal gewesen. Da bin ich jetzt die ganze Zeit rumgeschlurpt und habe halt nichts gefunden. Hier unten liegt nichts. Ich finde sie halt einfach nicht. Dieses Teil, was wir gebaut haben, dieses Antennending, da diesen Empfänger, ich laufe jetzt zurück, hab die Schnauze voll, diesen Empfänger, den wir gebaut haben, wie heißt, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß, zeigt der mir nicht auch Kisten an? Mit dem könnte man eventuell nochmal gucken. Ansonsten habe ich echt keine Ahnung, ich hole jetzt nochmal neues Material. Ne, jetzt laufe ich hier schon wieder da hoch. Nee. Ich muss nach da hinten. Dann hole ich jetzt einfach nochmal neues Material. Hol diesen Empfänger. Und dann hoffe ich doch einfach, dass wir die Kiste noch finden. Und wenn nicht, dann ist es jetzt halt so. Da muss ich das nächste Mal einfach ein bisschen besser aufpassen. Naja. Passiert, Fehler passieren. Wir lernen draus, ne? Gut, die Folge, wie gesagt, die Folge ist jetzt vorbei. Gucken, wie ich die Folge nenne. Ja, kann in der nächsten Folge noch besser werden. Für die Leute, die jetzt immer noch zuschauen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war halt, glaube ich, jetzt so die langweiligste Folge von allen, wo ich einfach nur frustriert rumwusel und sage, wo ist denn das, wo ist denn das, das muss doch hier sein. Ja, gut. Egal, wir kommen trotzdem mit unserer Baustelle irgendwie voran. Wir kriegen das schon alles hin. Und immerhin weiß ich jetzt, wo Wasser ist. Ich weiß, dass wir haben ein paar Pilze gefunden, die wir jetzt gleich mal hier erforschen können. Auch das haben wir. Habe ich noch irgendwas Interessantes gefunden? Wow, so eine blaue Schnecke habe ich wieder. Aber ja, ist gut. Krieg dich ein, krieg dich ein. Mein Leben ist schon hart genug hier. So, wir haben einen Haufen Blätter wieder gefunden, die wir mitgenommen haben. Da können wir gleich mal wieder zu Pampe machen. Dass wir auch ein bisschen wieder Kraftstoff haben. Ja, ja. Und ich sehe gerade, ich pegel immer sehr hart aus hier. Vielleicht sollte ich mal meinen Ton ein klein wenig runterdrehen. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass ich übersteuern könnte, tontechnisch. Falls das der Fall sein sollte, dürfte es dann gleich in der nächsten Folge besser werden. Beziehungsweise morgen in der nächsten Folge. Ihr seht das ja immer nur. Ihr habt ja nur eine Folge pro Tag. So. Da sind wir wieder.
in der Heimat. Jetzt hole ich mal diesen komischen Scanner und mal gucken, ob der mir Kisten anzeigt. So, wo bist du? Blödes Ding. Da. Und jetzt mach was. Zeigt denn der mir genau an? Kann ich ihn irgendwie einstellen? Ich weiß, dass da unten eine Kiste liegt. Die zeigt er mir an, ne? Oder? Ja, mit dem Ding könnte man vielleicht nochmal gucken. Vielleicht hat das einen Nutzen, vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Schauen wir doch einfach mal. Gut, dann würde ich aber sagen, für diese Folge verabschiede ich mich. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Viel mehr gibt es hier leider nicht zu sagen gerade. Alles klar, dann macht's mal gut, macht's besser als ich und bis zur nächsten Folge. Ciao!